Heute sind wir mit unserem Metallsuchgerät, den XPOX, auf einer Wiese unterwegs. Ganz in der Nähe war ein 200 Jahre altes Schlachtfeld. Napoleon, Österreich und Bayern ist aufeinander getroffen. Seid gespannt, was wir finden werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenlook. Ich bin der Luke und heute sind wir gemeinsam mit unserem Metallsuchgerät auf einer Wiese unterwegs, aber nicht auf irgendeiner Wiese. In der Nähe war ein Schlachtfeld aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Napoleon Bonaparte, Österreich und Bayern sind aufeinander getroffen und haben gegeneinander gekämpft. Seid gespannt, was wir auf den Ausläufen dieses Schlachtfeldes finden werden. Wir sehen uns beim ersten Fund. So Leute, das nächste spannende Signal liegt hier, mit 78 kommt es rein. So, schauen wir mal, was wir haben. Das Signal ist jetzt besser geworden, vielleicht kommt jetzt ein richtig schöner Fund. Hier ist es, wir sind ganz nah dran. Ganz, ganz nah. So, gucken wir, draußen müsste es sein. Ja, draußen ist es. Hier ist es drin. Und es ist die nächste Musketenkugel. Nächster Fund, wieder mal eine Musketenkugel. Ich blende euch jetzt mit Absicht nicht jede ein. Musketenkugeln sind an sich schöne Funde. Von einer Muskete abgefeuert. Ich blende euch die Muskete dazu ein. Aber ich werde euch mit Absicht jetzt nicht jede Musketenkugel einblenden, weil es ziemlich viele sind, beziehungsweise bislang schon waren. Wir gucken mal, ob noch ein anderer Fund kommt. Nächstes Signal. Kommt mit 64 rein. Also 64, 70 könnte eine Münze sein. Theoretisch. Nicht zwingend, aber theoretisch. Gucken wir. Ich hoffe. Jetzt ist er noch besser geworden, jetzt ist er sogar 68er Leitwert, das ist sogar Richtung Silber, nähert sich das Ganze jetzt an. Wo ist es denn? Haben wir es draußen? Nee, es ist noch drin. Der Pinpointer schlägt bereits an. Jetzt ein guter Fund, das wäre natürlich jetzt der Highlight des Tages. Das Highlight des Tages. So. Aber... gucken wir mal, wo er denn überhaupt ist, wo er sich denn versteckt. Draußen haben wir ihn anscheinend schon. 100 Jahre um. So, und zum Finder wieder. Gut, hier ist er, der nächste Fund. Hier müsste er sein. Hier schlägt es an. Hört ihr's? Oder habt ihr es gerade gehört? Hier ist es. Jetzt come on. Ja, es ist rund. Es ist rund. Silber! Es ist wirklich eine silberne. Es ist wirklich eine silberne. Wartet. So Leute, hier ist das Prachtstück. Eine Silbermünze von 1708. Oben die 1708 zu erkennen. Hier ein Doppelkopfadler mit einer 1 in der Mitte. Und auf der Rückseite ein Mensch. Richtig geil. 300 Jahre alte Silbermünze. Jawohl, so stelle ich mir das vor. Aber das hat leider nichts mit der Schlacht zu tun. Aber geile, geile Silbermünze. Hammer. Ach, der Silbermünze ist das nächste Signal. Und ein schönes Signal. Kommt auch wieder mit Silberwert rein. Jawohl, Silber aus dem Jahr 2022, so kann es doch losgehen. Bislang waren 3 Silberne dabei, welche ich heuer gefunden habe, also noch nicht so viel. Aber ich muss sagen, 3 Silberne, ich bin ja schon über eine glücklich. Aber 3 ist natürlich nice und heute wieder eine. Nice, schön. Aber schauen wir mal, was noch kommt. Hier ist der Fund, der nächste Fund
Er schimmert bläulich. Es ist Bestandteil eines Schnapsdeckels. Leute, der nächste Fund. Hier ist er drin. Und es ist... Hier ist er drin. Okay. So. Nächster Fund ist auf jeden Fall ein kleiner Fund. Hier drin. Und es ist von der Wurst der Wurstverschluss. Der Wurstverschluss. Jawohl. All. Ist hier. 86er Leitwert. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Oh, es eskaliert extrem. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schauen wir uns das Ganze mal an, was wir gefunden haben. Aber wenn es schon so eskaliert und auch noch mit 69 eskaliert, ist es was Gutes. Und hier ist auch schon der nächste Fund. Ein Knopf. Wartet, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen sauberer. Aber hier, ich glaube, jetzt erkennt man es nach und nach deutlich, dass sich es hierbei um einen Knopf handelt. Jawohl, nächster Fund. Ein Knopf. Probieren wir es nochmal. Nächstes Signal, 87. Wir sind auf dem Weg zum Auto. Wir werden die Fläche jetzt wechseln. Beziehungsweise wir werden schauen, wie lange wir überhaupt noch Sonnenlicht haben. Ansonsten geht die Folge am morgigen Tag weiter. Wird dann ein Zusammenschnitt aus zwei Folgen werden. Denke ich. Opa. So, wir schauen mal. Es ist relativ hoch, der Leitwert. Hier schlägt es an, aus. Hier ist es. Und es ist wieder einmal eine Musketenkugel. Genau, nächster Fund. Wieder eine Musketenkugel. Ich kämpfe hier schon seit 10 Minuten, um das Loch auszuheben. So Leute, ich kämpfe jetzt schon seit 10 Minuten, das Loch auszuheben. Ist aber ein bisschen schwierig, weil der Boden besteht quasi nur aus Wurzeln. Leitwert war gar nicht so schlecht. War ein 75er Leitwert. Aber es ist verdammt schwierig, in diesen Boden reinzukommen. Aber er kann eigentlich nicht so tief liegen. Der Fund. So, jetzt aber. Haben wir es jetzt draußen? Nö. Ist noch drin, aber gleich komme ich mit dem Pinpointer ran. Jawohl, ich komme mit dem Pinny dran. Der harte Kampf hat sich gelohnt. Beziehungsweise, wenn es jetzt noch ein guter Fund ist, wäre ich natürlich gleich nochmal viel dankbarer. Ja, es ist auf jeden Fall... Ist es größer? So, ach Gott. Oh, es ist unter einem Stein oder neben einem Stein. Das ist es. Bestandteil einer Kanonenkugel, oder? Sieht so aus. Bestandteil einer Hohlkugel. Jawohl. Nächster Fund. Noch ein Bestandteil einer Kanonenkugel rausgezaubert. Da freut man sich doch, auch wenn es ein fettes Eisenteil ist. Aber man erkennt richtig, hier war die hohle Form. Es geht dann so zu. Und ich glaube, gefüllt war das Ganze mit Schwarzpulver. Ich weiß es aber nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein Bestandteil einer Hohlkugel. Mit was es gefüllt war, kann ich euch unten jetzt einblenden. Richtig cool. Sind auch sehr selten eigentlich, weil die ja, ja wenn du das im Ganzen findest, natürlich ultra selten, weil die gehen ja in der Regel kaputt. Ich glaube, da ist alles Mögliche drin. Kleine Eisensplitter etc. Dass die Leute schön verletzt werden, vermutlich. Krass. Nächster Fund. Bestandteil einer Kanonenkugel, aber einer größeren auf jeden Fall. Gut, nehmen wir mit. Let's go. So Leute, wir haben den nächsten Fund hier. Wir haben ihn draußen mittlerweile. Es ist sogar nichts Schlechtes. Es ist eine Bleiplombe, welche früher an Tüchen oder auch an Salz Säcken befestigt war, unter anderem. Hier kann man auch noch gut erkennen, was drauf steht. Es müsste ein A, ein B und ein C sein. Und die Rückseite, ich blende euch das Ganze ein. Hier steht sogar ein Name drauf. Thomas
P irgendwas. Ihr seht ein Foto. Beziehungsweise ihr seht es jetzt selbst auch eigentlich recht gut. Vielleicht brauchen wir gar kein Bild. Aber eine Bleiplombe. Schöner Fund. Nehmen wir mit. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Schöne Aussicht haben wir heute. Es geht nicht. Es geht nicht, aber es war ein Silbersignal. Hä? Ein Knopf! Ah, aber ein Knopf. Wenigstens etwas. Glaube ich, zumindest. Da. Mal gucken. Nächster Fund. Frustrierend? Ich weiß es nicht. Wie geht es Ihnen? Traurig, glücklich, Mischung aus beiden. Ich kann mein Gefühl gerade nicht beschreiben, aber ein Fund! Jawohl. Okay. So Leute, nächstes Signal. Kommt mit 55 rein, könnte jetzt eine Münze sein, theoretisch. Gucken wir mal. Das ist rund. Das ist rund. Seht ihr es? Es ist. Es war mal komplett rund. Es ist eine Münze. Leider eine richtig abgefuckte Münze. Also man erkennt gar nichts mehr drauf. Aber immerhin eine Münze. Schön. Nehmen wir mit. Leider erkennt man nichts mehr drauf. Nee, gar nichts. Und schauen wir, was noch kommt. Leider ist der nächste Fund der absolute Hammer. Schaut euch das so. Man sieht hier den Grünspann nur recht schön. Und jetzt drehe ich es einfach mal schon um. Und jetzt ist, glaube ich, erkennbar, was es ist. Es ist einfach eine Taschenuhr. Es ist einfach eine Taschenuhr. Leider schon richtig in Mitleidenschaft geraten. Es löst sich zumindest schon alles nach und nach. Aber auf jeden Fall der nächste Fund, eine Taschenuhr. Ja, geil. Nächster Fund, ein Eisenring. Nicht ganz so geil. Nächstes Signal, ein Ring. Aus Eisen, leider nur Müll, nehmen wir mit und entsorgen wir. Jawohl. So Leute, hier der Fund von Mike. Ein ganzer Cent. Oh, stark. Nicht alles auf einmal ausgeben. Du gönnst dir heute. Ah, lieber Kassemmel ist schon drin. So Leute, das nächste Signal von Mike. Gucken wir mal. Neue Fläche, neues Glück. Wir probieren es heute mal auf dieser Fläche. Schön groß, die Wiesen auf jeden Fall, die Parzellen relativ klein. Hingegen, und auch ein alter Weg war hier, was will man mehr? Vielleicht kommt ja der eine oder andere schöne Fund. Bis jetzt sehe ich noch recht wenig Oxid, Eisenoxid. Könnte aber jetzt natürlich jederzeit gleich kommen. Oder es kommt was Besseres. Ist irgendwas Festes gestoßen? Er hat es draußen, es ist groß, es ist rund und es hat ein Loch in der Mitte. Eisenring. Ein Eisenring. Heute kommt man definitiv schon besser im Wohnen rein wie gestern. Übrigens war ein recht gutes Signal. War 91er Leitwert. Draußen haben wir es. Ist hier in dem Klotz drin. Das Braune schaut fast aus wie Oxid. Das war der Eisen, aber 91, ja gut, könnte jetzt vieles sein. Ne? Könnte jetzt Eisen sein. Kann aber auch was Besseres sein. Es war eigentlich ein guter Wert und der Garrett, der enttäuscht mich eigentlich in der Regel nicht. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt gerade richtig groben Eisenbatzen raus. So. Hä? Hey. Warte mal, da haben wir schon draußen. Okay, wir haben schon draußen. Denkst du mir schon nicht, dass der im Loch ist und ich suche da weiter? Ha! Ein Abzeichen! Ja, erstes Mai-Abzeichen von 1936. Der nächste Fund. Ja, geil. Vielversprechende Stelle auf jeden Fall. Aber leider ohne Nadel. Die scheint weggerostet zu sein. Aber schöner Fund. Erstes Mai-Abzeichen von 1936. Nehmen wir mit und schauen, was noch kommt. Leute, nächster Fund von Mike. Mike schlägt zu. Aber wenn du mit dem Teil zuschlägst, haust halt wirklich jemanden um.
Nächster Fund, ein Etwas. Ich denke, was für eine Landwirtschaftsmaschine, aber tja, das kann jetzt natürlich alles sein. Ja, könnte von dem Menschen da kommen, von dem da. Nee, wir gucken mal. Mikes neue Strategie, in den Boden zu kommen. Irgendwann ist er soweit, dass er den ersten Spatenhieb ansetzen kann. Und er probiert sein Glück. Hoho! Das geht nur mit dem Premium-Spaten von A, B und C. Also A, B und C bitte uns sponsern. Ihr wisst Bescheid. Wir zeigen, wenn es euch noch gibt. Wenn es euch noch gibt, das ist die Voraussetzung natürlich. Aber auf dem Spaten ist sogar Rost dran, gell? Hm. Der gute alte A, B und C-Spaten. Halt, wir haben noch eine Plombe gefunden, da steht auch A, B, C drauf. Vielleicht von derselben Firma. So. Das sieht sehr gekonnt aus, was du da machst. Ja. Wie so ein richtiger Profi. Spitzenmäßig. Perfekte Technik. Da ist so ein toller Boden. Ja, ich merk's. Schau mal, ob du mit Pinpointer schon rankommst. Oder ob vielleicht hast du auch falsch eingestochen. Das wäre jetzt traurig. Müssen wir die ganze Sache nochmal von vorne machen. Und es ist kein Signal. Da hast du gerade piepst, oder? Also, wir holen euch dazu, wenn es piepst. Das muss ich mit dem Spaten behalten. Kommando zurück. Er muss das mit dem Spaten nochmal bearbeiten, aber wir haben Signal. Er versucht das jetzt mit ganz viel Liebe zu machen. Hey, merkt euch diese Technik? Du hast denn nur diese Technik gelernt. Wie gelernt? Sehr gut. So Leute, Mike schlägt zu, er hat den von draußen mittlerweile. Und er hat was. Er hat was. Seine Mühe hat sich gelohnt. Ein alter Heiligenanhänger. Sehr nice. Muss man zwar noch ein bisschen reinigen, aber... Um die 100 Jahre alt, das gute Stück. Schön. Halt mal ein bisschen so, dass man... Sehr nice. Seht ihr was? Vielleicht irgendwie so Marie... Anhänger oder so? Ja, Marienanhänger. Könnte sein, die Heiligenschein sieht man auf jeden Fall. Dreh mal um. Und ja, da sieht man Jesus, da sieht man ihn, den Jungen. Passt! Gut! Also, merkt euch diese Ausgabetechnik. So Leute, zu guter Letzt empfehle ich euch ein weiteres Video von mir. Dort waren wir auch unterwegs auf Schatzsuche und haben was gefunden, was in erster Linie aussieht, wie als wäre es vom Dritten Reich. Aber schlussendlich doch wesentlich älter war. Seid gespannt, schaut gerne vorbei, hier das Video. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge, euer Sohn Luke, habe die Ehre, pfiat euch und Servus.